Zwei Xiaomi-Smartphones, beide mit 108-Megapixel-Kamera. Wir vergleichen das Xiaomi Mi 10 Flagship mit dem mittlerweile etwas günstiger gewordenen Mi Note 10. Welches lohnt sich mehr? Ja, das Mi Note 10, das ist ja mittlerweile schon ein paar Monate auf dem Markt tatsächlich. Ja. Das kam ja so Ende 2019 und hat für viele Schlagzeilen gesorgt, weil es tatsächlich das erste Smartphone weltweit mit dem 108-Megapixel Samsung-Sensor war. Aber mittlerweile gibt es ja auch das Flagship, das Xiaomi Mi 10 und das Mi 10 Pro, die auch beide mit dem gleichen Kamera-Hauptsensor ausgestattet sind. Jetzt natürlich die Frage, hey, sollte man lieber direkt zum Flagship greifen oder... Gerade weil das Mi Note 10 ein bisschen günstiger geworden ist, kann man da mittlerweile zugreifen oder ist es immer noch nicht so empfehlenswert? Ja, fangen wir mal auf der Rückseite an. Das Mi Note 10 gibt es in drei Varianten, Schwarz, Weiß und Aurora Green. Aurora Green. Also es hat ja auch natürlich so ein bisschen so einen spiegelnden Effekt und ändert so ein bisschen die Farbe, wie man das halt kennt. Und was natürlich auffällig ist, dieser Kamerabump, der ist auf jeden Fall riesig. Und wir haben hier 5 Kamerasensoren. Das war damals nicht die allererste Pentakamera, das hatte Nokia, glaube ich. Aber ja, die erste, wo es wirklich 5 verschiedene Kameras sind, das war auf jeden Fall eine Neuheit. Definitiv. Und man hat hier sich hier für ein Design entschieden, was man so bei dem Mi 10 quasi genauso übernommen hat. Man sieht es nur hier, hier steckt halt ein Blitz drin und nicht, ich glaube, das ist die Makrokamera, wenn mich nicht alles täuscht. Dafür verzichtet man hier auf den Blitz an der Seite, der ist halt hier da. Aber an sich, von der Anordnung her, gefällt mir das schon mal besser als bei Samsung zum Beispiel. Da finde ich es hier verhältnismäßig noch hübsch. Ansonsten hat man sich aber auch auf der Vorderseite für ein grundsätzlich ähnliches Design beim Flagship entschieden und zwar nämlich für ein Curved-Design, also für ein Curved-Display. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Mi Note 10 hat es mir gar nicht gefallen, weil ich das halt hier viel zu sehr abgerundet finde. Und bei dem normalen Mi 10, da gefällt es mir ein bisschen besser. Das ist so leicht flacher. Es ist ein bisschen schwächer, aber ich finde es immer noch... Also am besten würde es mir gefallen, wenn es gar nicht da ist. Ja, wahrscheinlich. Aber wir sehen ja noch was ganz Offensichtliches. Genau, hier, ne? Die Notch, beziehungsweise hier ist sie nicht vorhanden. Hier haben wir noch die ganz normale Teardrop oder Waterdrop Notch, wo dann die Frontkamera drin sitzt. Und das ist jetzt, was alle Neueren eigentlich machen, eben, dass man so ein Punch-Hole-Design hat. Hier hat man es gut, wie ich finde, in die Ecke gesetzt, weil da fällt es noch weniger auf. Wenn man überlegt, Videos... selbst wenn sie den ganzen Bildschirm ausfüllen, dass man unten links in der Ecke irgendwas Wichtiges hat, was man wirklich sehen muss, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Auch natürlich AMOLED und eine Full HD Plus Auflösung haben wir bei beiden. Leider noch kein 90 Hertz. Genau. Aber Ja, dafür dann halt bei dem Mi 10, da gibt es halt, das ist so mit eins der größten Features, würde ich sagen, die 90 Hertz Bildwiederholrate, die man auch damals bei dem Mi Note 10 erwartet hatte, wo man, vermutet oder zumindest hatte, bei dem Pro glaube ich, war erst so die Ansage, aber dann jetzt hier in dem Mi 10 und Mi 10 Pro drin ist und das ist wirklich so ein Mehrwert, der auch einen gewissen Aufpreis rechtfertigt, wie ich finde. Das merkt man schon so bei der Bedienung, ist alles einfach ein bisschen schneller und so, alles ein bisschen flüssiger. Zudem ist das Panel bei dem Mi 10 insgesamt einfach, glaube ich, das Beste, das Xiaomi bisher verbaut hat. Ich bin damit auch schon relativ zufrieden, aber hier gerade die maximale Helligkeit. Das sieht schon enorm gut aus tatsächlich. Wir haben auch eine höhere Touch-Abtastrate. Stimmt. 180 Hertz, also reagiert also alles ein bisschen schneller. Da wir bei beiden AMOLED haben und bei beiden MIUI haben wir gute Einstellungsmöglichkeiten beim Always-On-Display zum Beispiel. Da finde ich, macht Xiaomi die Sache auch bei dem Mi Note 10 ganz gut. Aber hier ist es auch ein bisschen größer. 6,67 Zoll scheint so ein bisschen die neue Bildschirmdiagonale bei Xiaomi zu sein. Sind zumindest mehrere Handys mit der Diagonale erschienen. Ja, wir gehen direkt mal auf den Akku ein. Das haben wir nämlich gerade festgestellt, dass wir, es ist uns noch nicht aufgefallen, wir haben exakt die gleiche Akkulaufzeit im Benchmark geschafft. Ja, also 15 Stunden 39 ist auf jeden Fall ein sehr guter Wert. Das kriegt man an einem Tag auf keinen Fall leer, das Ding. Das geht schon sehr gut in Richtung 2 Tage. Genau. Man kann den dritten Tag anzubrechen, wird wahrscheinlich unwahrscheinlich. Man muss das aber ein bisschen in Verhältnis setzen, denn der Akku ist bei dem Mi Note 10 ein bisschen größer. Nicht viel, aber es sind hier 5260 mAh und hier sind es 4780 mAh bei dem Mi 10. Und dafür bekommt man hier natürlich den Snapdragon 865. Man bekommt den schnelleren Arbeitsspeicher, LPDDR5, ganz neu. Man bekommt UFS 3.0 Speicher. Ich glaube nicht mal 3.1, aber 3.0, immer noch schnell genug. Das Mi Note 10 ist auch schnell, aber hat halt dann, kommt dann auch ein bisschen schneller an seine Grenzen natürlich. Ja, genau. Das ist wohl der größte Unterschied, wo man wirklich merkt, Flagship und Oberklasse, sagen wir es mal. Der 730G ist bei weitem kein schlechter Prozessor. Nee, auch da hier läuft das System absolut flüssig. Man... Ja, merkt jetzt im Direktvergleich halt eigentlich nur wegen den 90 Hertz da direkt einen Unterschied. Mhm. Aber so im Alltag muss man auch sagen, werdet ihr hiermit auch super viel Spaß haben. Wir haben auch hier 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher, LPDDR4X noch, halt noch der alte Standard. Ja, gut, das ist aber auch eine Haarspalterei. Also du könntest es aus der Praxis heraus wahrscheinlich nicht so sagen, okay, das ist jetzt der Arbeitsspeicher. Wahrscheinlich nicht. Auf lange Sicht, in 2-3 Jahren, merkt man es wahrscheinlich noch mehr als jetzt aktuell. Aktuell läuft aber auch das super rund.
Das liegt natürlich an dem MIUI 11 Betriebssystem, was in beiden Fällen gut optimiert ist. Bei dem Xiaomi Mi 10 bekommen wir passend zum Namen schon Android 10. Bei dem Mi Note 10 unpassend zum Namen ist es noch Android 9. Dürfte aber auch bald kommen, ja, denke ich mal. Die Sicherheitspatches kommen ja auch relativ regelmäßig auf jeden Fall. Von daher in beiden Fällen kriegt man den gewohnten Funktionsumfang. Bei dem Mi 10 haben wir hier noch zum Beispiel so eine Zusatzfunktion mit den Rändern. Die gibt es bei dem Mi Note 10 trotz Curved Display leider nicht. Aber der Hauptunterschied und eigentlich der eigentliche Grund, warum wir hier dieses Video machen, das ist hier die Rückseite. Denn wie schon anfangs gesagt, haben wir in beiden Fällen die gleiche 108-Megapixel-Kamera. Obwohl wir hier eigentlich relativ viel gleich haben, ist auch wiederum viel unterschiedlich. Ja. Wir haben hier die 108-Megapixel-Hauptkamera, wie schon gesagt, eine 20-Megapixel-Ultra-Weitwinkel-Kamera, eine 5-Megapixel-Ultra-Telekamera nennen sie das Ganze, mit einem 5-fach optischen Zoom, also bis zu 5-fach wirklich könnt ihr optisch ranzoomen, das ist auf jeden Fall cool. Dann noch eine extra Makrokamera und noch ein extra Porträtsensor. Was hast du denn so? Wir haben natürlich auch den gleichen 108-Megapixel-Hauptsensor und dann gibt es eine 13-Megapixel-Ultra-Weitwinkel-Kamera. Und genau dann wird es traurig, denn wir haben hier in dem Flagship für viel Geld nur einen 2-Megapixel-Makrosensor und einen 2-Megapixel-Porträtsensor. Und das ist sowas, das habe ich auch schon in unserem Review zum Mi 10 kritisiert. Ich finde es halt einfach ein bisschen zu wenig tatsächlich. Gerade wenn man guckt, hier bei Mi Note 10 für weniger Geld kriegst du brauchbare Sensoren. Ja. Mit einem 2-Megapixel-Makrosensor ist nett, aber wie oft machst du dreimal ein Foto mit und dann kannst du auch nicht ausdrucken oder sonst was. Das möchtest du auch nicht posten, weil die Qualität nicht gut genug ist. Ich muss aber allerdings sagen, gerade beim Hauptsensor, und das ist für mich persönlich der wichtigste, obwohl es der gleiche Sensor ist, habe ich immer noch das Gefühl, dass das Mi Note 10 damit nicht so gut umgehen kann. Ja, und die Software erlaubt sich hier auch öfters mal Fehler, was Überbelichtung angeht oder auch Dynamikumfang und so weiter, das mit Gegenlicht wird nicht so gut umgegangen. Ein paar Bildfehler gehabt da, genau. Teilweise kann man hier auch mal gerne einblenden, also können generell mehrere Fotos. Die Qualität ist grundsätzlich ähnlich, aber ich habe das Gefühl, generell bei dem Sensor habe ich das Gefühl, der hat nicht so eine hohe Trefferquote, sage ich jetzt mal einfach. Also nicht jedes Bild damit ist gut oder richtig so fokussiert. Aber da ist sie noch geringer als bei dem Mi 10. Also wie gesagt, ich bin generell nicht der Mega-Freund von dem 108-Megapixel-Sensor. Der ist einfach zu groß tatsächlich. Die Schärfe nimmt super schnell ab. Ja. Also es ist wirklich nur der Bildpunkt in der Mitte mehr oder weniger scharf. Alles danach oder drumherum wird direkt unscharf so. Kein schönes, natürliches, weiches Bokeh, sondern super hart so. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, kann ich diesen Kompromiss eingehen, habe dafür aber mehr Flexibilität? Das ist so eine Präferenzfrage. Ich ärgere mich total hier drüber. Ich persönlich würde aber dann wahrscheinlich eher noch mehr Geld in die Tasche nehmen und zu dem Mi 10 Pro greifen, was noch mal teurer sein wird. Wir haben auch sehr viele Antworten von euch bekommen. Vielen Dank dafür, dass euch eben die Kamera hier sehr gut gefällt, dass ihr damit überhaupt keine Probleme habt. Wir sind dann natürlich noch mal ein bisschen, müssen da ein bisschen genauer sein und sind da halt auch ein bisschen berufsbedingt genauer und vorgeschädigt, weil wir einfach so viele Kameras dann sehen und da muss man halt wirklich eins zu eins vergleichen und gucken, wo sind da die Unterschiede, um da überhaupt noch eine Abstufung vornehmen zu können. Also es ist auf jeden Fall keine schlechte Kamera, sie ist halt nicht so gut, wie wir erhofft hatten und es gibt halt noch bessere. Dann kommen wir noch zu den letzten Extras, würde ich sagen. Hier oben, hast du da einen Sensor? Hast du sogar, ne? Habe ich einen Infrarotsensor. Ja, sehr gut. Habe ich gedacht, auch. Ne? Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich habe gedacht, da kriege ich dich. dann Kopfhöreranschluss. Echt, das hat einen Kopfhöreranschluss. Ja, natürlich. Natürlich. Das ist natürlich cool. Und die Frage ist natürlich auch, kannst stets, du... Stets, das ist natürlich wichtig. Jetzt versuch's doch mal. Jetzt denkst du aber Sachen aus hier. Ja, kann ich nicht. Kannst du stehen? Nee, kann ich nicht. Leute. Damit habe ich eindeutig gewonnen. Nee, aber sonstige Extras, die wichtig sind, NFC haben wir, LTE-Band 20 haben wir sowieso bei beiden. Global Vision kommt davon ja auch nochmal. Dann wird das alles auch auf Deutsch verfügbar sein. Speicherweiterung ist nicht möglich in beiden Fällen. Ja. Ein Fazit dazu zu finden ist nicht gerade so leicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, soll ich anfangen? Ich persönlich würde mich, glaube ich, schon für das Mi 10 entscheiden und werde... Ich persönlich würde mich schon für das Mi 10 entscheiden, weil es für mich das bessere Gesamtpaket ist. Ich finde gerade noch das Schnellladen ist auf jeden Fall ein Argument. Stimmt. Und das kabellose Laden, das kann man natürlich auch noch erwähnen. Zudem ist der Prozessor einfach schneller, dass man noch zukunftsorientierter mit, obwohl das auch schon alles gut ist. Und das 90-Hertz-Display, das ist natürlich auch echt der Wahnsinn, wie ich finde. Auch wenn die Kamera, ich hier echt drüber fluche, aber mit dem Mi Note 10 hat man echt für den Preis, wenn es noch einen Ticken runtergeht, schon ein sehr ordentliches Gesamtpaket. Ich würde auch sagen, vielleicht noch 1-2 Monate warten, dann ist das vielleicht bei 350 Euro, wenn wir Glück haben und dann
spricht eigentlich nichts mehr hiergegen. Dann ist das für 350 Euro echt ein mega Gesamtpaket, was man hier bekommt. Man muss das auch ein bisschen in Relation setzen. Als wir die Review gemacht haben, da wurde es neu veröffentlicht und da war es ein UVP von 550 Euro. Also das der ist schnell runtergegangen. Ja. Und was wir jetzt gerade beobachten, dass das mittlerweile vermehrt bei Providern auftaucht. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt bei Telekom oder Vodafone direkt, aber bei Klarmobil oder so Sachen oder teilweise auch bei Saturn und Mediamarkt und dass man das so für ein 1-Euro-Gerät im Vertrag bekommt. Wenn man da eh einen neuen braucht, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Investition. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, für welches ihr euch entscheiden würdet oder nehmt ihr ein ganz anderes, auch das gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da unten da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert auch gerne den Kanal und klickt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst und über alles benachrichtigt werdet, was wir hier so verzapfen. Der Energiesparmodus schaltet sich nicht an. Hier geht's zum nächsten Video. Ladet unsere App runter und bleibt gesund. Tschüss.